Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen ganz herzlich. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Hoffe, es geht euch gut und ihr hattet einen super geilen, cremigen Tag und auch Wochenanfang. Heute gibt es mal wieder was Lehrreiches und zwar die absoluten Ultra-Giga-Noob-Fehler. Wovon, Achtung, ich wette, mindestens einer von diesen Fehlern, die macht ihr auch. Ja, das heißt, da ist hundertprozentig etwas dabei, wo ihr sagt, okay, Tobi, ich mache auch einen dieser Ultra-Noob-Fehler. Und genau deswegen gehen wir diese heute durch. Und wir reden auch nicht lange, fangen direkt an mit dem ersten Ultra-Noob-Fehler. Und zwar die Pflanze, die Vision gibt. Ja, diese Vision-Verteilpflanze, die hat nämlich einen ganz, ganz besonderen Haken. Denn ja, wenn ihr diese auslöst, bekommt ihr selber Vision und ihr könnt auch Wards aufdecken und ihr seht richtig viel und es ist super, super geil. Aber das große Problem an dieser Pflanze ist, dass wenn ihr diese, boah, da tilt jedes Mal. Stellt euch vor, ihr wollt mit eurem Kumpel, dem Dieter, auf die Botlane ganken gehen. Ihr seid Midlane, er ist Jungle und ihr seid jetzt auf dem Weg nach unten. Und der gute Dieter, der denkt sich jetzt, okay, da ist eine Pflanze, die kann man angreifen, die wehrt sich nicht, ich greife die jetzt an. Was passiert also? Ihr bekommt super viel Vision, super geil. Was passiert aber außerdem? Der Gegner kann auf der Karte sehen, auch wenn er keine Vision von euch, der Pflanze oder irgendwas überhaupt in der Nähe hat, wie diese Pflanze sich da über die Map ausbreitet, dass diese sich ausgelöst hat. Das kann er sehen. Das heißt, ein Gegner mit Gehirn wird sofort wissen, okay, da ist jetzt irgendjemand, der Midlaner ist gerade nicht in der Mitte oder der Jungler ist auch nicht irgendwo auf der Map zu sehen. Da wird jetzt mindestens irgendjemand an der Pflanze sein und die Chance, dass er jetzt nach unten kommt, ist giga ultra hoch. Mindestens so hoch, wie dieser Noob-Fehler ein Noob-Fehler ist. Oder so. Um auf den Punkt zu kommen, nur weil man diese Pflanze auslösen kann, sollte man sie nicht immer einfach auslösen. Zumindest nicht, wenn ihr jetzt vorhabt, irgendwo zu ganken. Das heißt, auch wenn ihr den Gegner counter-jungeln wollt und diese Pflanze irgendwohin auslöst, klar kriegt ihr Vision, aber ihr gebt auch dem Gegner gleichzeitig sofort, hey, da ist gerade ein Gegner in meinem Jungle. Oder genauso gut auch, wenn ihr diese Pflanze über den Fluss macht, dann weiß der gegnerische Jungler zum Beispiel, okay, hey, der Gegner ist jetzt gerade da unten auf der Map, obwohl er eigentlich keine Vision von euch hat. Oder auch der Toplaner weiß, dass ihr jetzt da seid und kann oben aggressiver spielen zum Beispiel. Das heißt, wählt diese Pflanze mit Bedacht, löst sie nicht einfach komplett random aus und benutzt auch ab und zu mal euer Gehirn. Giga Noob Ultra Mega Fehler Nummer 2. Passiert super oft sogar in Diamant-Elo. Also ich habe es letztens erst bei mir gesehen. Also in meinem Gameplay. Mir selber passiert das nie. Aber meinem Mates leider wirklich viel zu oft. Und zwar folgendes. Wenn ihr auf der blauen Seite seid und eurem Jungler helft. Ja, das ist absolut okay, dem so ein bisschen beim Jungle Camp zu helfen. Dann geht ihr bitte, 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 bitte niemals automatisch auf die Lane. Klickt also einfach rechts hin, weil dann läuft eure Figur nämlich durch den Tri-Brush. Niemals, 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 niemals durch diesen Tri-Brush durchlaufen. Lauft immer den etwas längeren Weg unten über die Golems lang. Denn es kann immer die Gefahr sein, dass da die zwei Gegner warten und euch abfangen wollen. Und ihr verschwendet im Minimum alle beide Summoners. Also im schlimmsten Fall sterbt ihr. Und im besten Fall überlebt ihr. Verschwendet aber wahrscheinlich alle beide Summoners. Und seid noch wahrscheinlich auf 50%, 40%, 30% live. Na, ihr spart, es gibt gar keinen Grund da oben durchzulaufen. Nicht einen einzigen, außer dass ihr faul seid und ein bisschen dünn im Kopf. Das heißt, Leute, und das wird auch in Diamant, wie gesagt, gemacht, sehe ich immer und immer wieder, niemals da durchlaufen. Mega heftiger Giga-Fehler Nummer 3 passiert auch sehr, sehr oft. Es gilt aber nicht für alle Champs, muss man tatsächlich sagen. Und zwar gerade am Anfang eines Spiels. Es gibt natürlich die einen, die so komplett so radarmäßig sind. Wo ist der Invade? Wo könnte was passieren? Dann gibt es welche, die sind so, ja, ich bin gerade auf dem Desktop. Ist auch komplett egal, was ihr macht. Aber Hauptsache, ihr skillt keine Skills. Das heißt, was sieht man sehr, sehr oft? Tristana. Was nimmt man mit Tristana? Als erstes E. E ist cool, E macht Damage, mit E kannst du Wave clearen, etc. Ihr skillt aber niemals diese E. Denn, was könnte passieren? Ihr geht jetzt, selbst auch wenn ihr invadet oder ihr werdet invaded, ja, der Gegner kommt auf einmal aus dem Busch, kriegt die Blitzcrank-Faust ins Gesicht, ihr seid mitten in 30 Leuten drin, vielleicht könnt ihr instant da rausflashen, allerdings kommen die Gegner euch hinterher und was ist jetzt das Problem? Richtig, ihr habt bereits eure E geskillt und seid dem Tode verurteilt. Hättet ihr in diesem Moment die W gehabt, könntet ihr da immer noch was entscheiden. Das heißt, ihr braucht am Anfang keinen Skill-Skill. Es gibt einige Champions, ja, bei Asia sowieso, aber es gibt einige Champions, da macht es keinen Sinn, was anderes zu skillen. Da kann man locker den einen wirklich wichtigen Skill nehmen. Im Prinzip gilt das eigentlich für jeden Champion mit einem Escape. Ja, seid ihr Kha'Zix im Jungle und skillt sofort eure Q. Ja, weil das geil ist zum Jungle-Killen. Auf einmal werdet ihr invaded, zack, ihr habt eure Q, ist super scheiße, ihr seid alleine. Mit eurer Flash und E-Kombination würdet ihr vielleicht wegkommen, vielleicht auch sogar nur mit dem E, wer weiß, was gerade Sache ist. Ja, aber unlucky, ihr habt schon eure Q geskillt,
kacke. Klar, wenn ihr dann mit Kha'Zix mit Level 1 E habt, ist nicht so geil, muss man fairerweise sagen, aber ist immer noch besser, als wenn ihr gestorben seid und euer Buff wahrscheinlich weg ist. Das Ganze gilt aber auch offensiv gesehen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel als Skarner direkt am Anfang eure Q maxen würdet, sofort oder einen Punkt reinsetzen würdet und auf einmal sagt euer Team, okay, hey, lass uns invaden und ihr habt eure Q, die komplett useless ist, könnt ihr gar nichts machen, auch wenn ihr den allergeilsten Catch des Lebens macht. Deswegen wartet einfach, ihr könnt ja invaden und während ihr invadet und die Gegner seht und dann könnt ihr sagen, okay, jetzt skill ich die E und benutze die E. Klar, dann habt ihr wieder die E, ist nicht so geil, aber wenn ihr dafür First Blood und vielleicht sogar 50 weitere Kills bekommt, ist das absolut worth. In diesem Beispiel gerade, das war auch ein Low-Elo-Game, hat jeder direkt bei diesem Invade seine Skills gehabt. Das heißt, hier hätte man wirklich viel machen können. Zum einen natürlich klar, der ganze Focus Ash war erstmal dumm, aber hätte Nami hier nicht direkt das W-geskillt, das E durchs Ignite kaum geheilt hat, sondern hätte sie die Bubble mitgenommen, hätte vielleicht, wenn und aber eine gute Bubble hätte, vielleicht dafür sorgen können, dass Ash überlebt hätte. Außerdem hätte ja auch Udyr die E skillen können und Rengar stunnen. Und auch Rengar hätte die E skillen können, um jemanden zu slowen. Und auch Veigar hätte den Cape skillen können. Also klar, man braucht auch ein bisschen Damage und so, ne? Aber man hätte da 100.000 verschiedene andere Sachen machen können. Aber vor allem Nami hat da einfach gefailt. Also, ne, klar, Ash hat noch mehr gefailt, aber einfach mal ein bisschen Geduld. Das bedeutet unterm Strich, skillt eure Skills erst dann, wenn es wirklich drauf ankommt. Ja, wenn die Laning Phase losgeht, wenn das Jungling losgeht oder was auch immer. Tschüss. Giga-mega-mäßiger Ultra-Noob-Fehler sehe ich super oft. Holy shit. Sogar auch in Diamant, aber gerade in tiefer Elo. Ich muss hier einfach diese Pose machen. Giga-mäßig. Wenn alle Gegner sterben. Ja, nehmen wir erstmal Szenario 1. Alle Gegner sterben und ihr habt nur noch 1% Leben. Dann geht ihr nicht shoppen. Denn, also es gibt immer Ausnahmen, wenn Baron passieren könnte, dies, das, ne? Das lasse ich einfach mal im Hinterkopf. Aber wenn 5 Leute tot sind und ihr noch 1% Leben habt, dann könnt ihr free pushen. Ihr könnt Tower machen, ihr könnt... Niemand kann euch töten, außer die haben eine Karte und, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber... pushen, pushen, pushen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Beispiel. Das gerade habe ich jetzt nur so spontan zwischengeworfen, weil es mir gerade einfiel. Nehmen wir an, ihr catcht jemanden von den Gegnern, aber ihr droppt dabei auf 1% Leben. Ja, 1%. Das heißt, in der Mitte ist es eine 5 gegen 4 Situation mit euch mit 1% Leben. Und ihr sagt, okay, hey, ihr habt zwei Entscheidungen. Entweder ich gehe jetzt shoppen und regge mich hoch oder... ihr geht zur Top-Lane. Das heißt, euer Team ist immer noch 4 gegen 4 in der Mitte. Und da kann ja, das ist 4 gegen 4, ne? Da kann jetzt nicht einfach irgendeiner weggehen, weil wenn einer von den Gegnern weggeht, dann gehen die da diven und dann werden die alle sterben. Das heißt, ihr könnt locker flockig auf die Top-Lane gehen und zumindest die Wave reinpushen oder sogar Turret-Damage machen. Klar, ihr habt nur 1% Leben, aber wer, außer Kartus, soll euch denn bitte töten können? Niemand, außer da kommt wirklich jemand und sagt, hey, ich gehe da jetzt hoch zu denen. Aber im normalen, ultra gut gedachten Fall, sollte sobald einer die 4 vs 4 Situation verlässt, da komplettes Chaos entstehen. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, versucht eure Ressourcen so gut wie möglich zu benutzen. Ja, ihr habt immer noch Damage mit 1%, ihr habt genauso viel Damage wie mit 100%. Und wenn euch niemand töten kann, dann nutzt das bitte. Bitte, 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 bitte. Ne, Leute, die einfach weggehen, da könnte ich sagen, Giga Ultra Mega Noob. Mega heftiger Mega Fehler. Noob-Fehler, den ich auch super oft in Diamant... Ich meine, es ist Diamond 5, ne? Müssen wir jetzt einfach mal ganz klar sagen. Na, ich rede jetzt nicht zwingend von Diamond 1, aber sagen wir so Diamond 5, 4 und 3, so diese Richtung. Aber auch dort sehe... Baron. Ich meine, das ist eigentlich schon komplett obvious, aber es passiert so oft, wenn die Gegner Baron machen. Baron macht was? Richtig? Erstmal sind alle so, scheiße, scheiße, die machen Baron, die machen Baron. Aber Leute... der, ich glaube, der verteilt immer noch Debuff-Stacks. Das müsste immer noch so sein. Da wurde immer mal wieder was geändert. Deswegen bin ich selber komplett verwirrt. Aber er macht auf jeden Fall mindestens super viel Schaden an den Gegnern. Und ich sehe immer wieder Teams, die sich sagen, okay, Baron hat 8000 HP. Wir engagen jetzt. Warum? Klar ist es kacke, wenn die Gegner Baron machen. Ja, es kommt auch immer drauf an, bei welcher Minute. Wenn die das bei Minute 50 machen, dann ist der wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden tot. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber versucht nachzudenken und versucht den Baron erst dann zu engagen, wenn der Baron nur noch so, ja, sagen wir mal 2000 bis 3000, am besten so 3000 AP hat. Ja, ihr wollt ja auch nicht irgendwie ein komplettes Risiko eingehen, außer ihr wollt das Ganze smiten. Aber versucht da wirklich super spät erst ranzugehen, denn das gegnerische Team verliert in der Zeit super viel AP und verliert ebenfalls wahrscheinlich Rüstung und Magieresistenz. Und dadurch könnt ihr einfach deutlich besser diesen Fight gewinnen. Ich sehe super oft wirklich,
dass die Leute da viel zu früh drauf gehen. Also ich denke, mein höherer Elo ist das nicht immer, also da passiert das, glaube ich, eher seltener. In tieferer Elo passiert aber schon deutlich häufiger, dass die Leute da einfach, ja, denken, scheiße, sie machen Baron, ich muss da sofort drauf. Nehmt euch die Zeit, chillt eure Titties und was auch immer ihr noch alles habt und geht das ganz relaxed an. Krass heftiger Krassfehler. Sehe ich auch super oft. Und da könnte ich jedes Mal tilten und meistens sehe ich es nicht bei mir, denn das gilt dieses Mal den Top-Lanern, meistens Top-Lanern, ab und zu Mid-Lanern, und zwar Teleport. Ganz krass, super heftig tief im Late-Game. 30. Minute, 40. Minute, 50. Minute, irgendwie sowas. Das heißt, auf der Top-Lane ist eine super dicke Wave. 20 Minions, die vielleicht gerade am zweiten Turm ist, also am T2-Turm, und dem auch ordentlich bedrängen. Und ganz oft kommt dann diese Situation, also es muss man auch hier immer wieder speziell sehen. Eine Person rennt dahin und will das farmen, vielleicht der AD Carry, und der Top-Laner teleportiert noch da hoch. Alter, ich weiß nicht, ob das was mit Till zu tun hat, ich weiß nicht, ob das was mit ich versuche den Tower unbedingt zu beschützen zu tun hat, ich weiß nicht, ob das was mit Gehirnzellenverbrennung zu tun hat, aber eine Person ist schon auf dem Weg nach da oben und es teleportiert nochmal einer dahin. Abgesehen, dass das komplett dumm ist, auch hier, ne, muss man immer auf Ausnahmen geben. Ab und zu kann das vielleicht mal worth sein, damit der Tower überlebt. Aber, ne, meistens fällt er dann eh irgendwann. Aber das Problem ist ganz einfach bei sowas, worauf ich jetzt hinaus möchte, ist nicht irgendwie, dass man den Kampf hat zwischen den AD Carry und da, dass man da tiltert und dieses, sondern ihr benutzt euren unglaublich wichtigen Teleport einfach komplett voll verschwendet. Teleport ist, wenn ihr mal LCS guckt, klar, wir spielen nicht LCS, aber wenn da einer falsch teleportiert, dann heißt das sofort Baron für die Gegner, so nach dem Motto. Das heißt, ihr müsst euren Teleport wirklich im Late Game ordentlich benutzen. Wenn euer Gegner den Teleport ready habt und ihr nicht, kann er einfach auf die Botlane gehen, er kann splitten, euer Toplaner, der gerade Teleport benutzt hat, geht da unten hin und zack, kann man super easy oben Baron machen, der gegnerische Toplaner teleportiert hoch zum Baron, euer eigener Toplaner hat keinen Teleport mehr ready. GG, well played. 5 gegen 4 Situation. Ihr habt das Game verloren. Bitte teleportiert nicht bei Minute 180 einfach auf die Toplane 3 Meter. Das heißt, Regel, keine Ahnung, 5. Nicht für 3 Meter teleportieren. Schon gar nicht bei Minute 1181. Das geht komplett gar nicht. Toplane ist ziemlich erfahren. Die hole ich mit Mar Dragon in 2 Minuten. Okay, er teleportiert. Toplane, wieso, frage ich mich. Okay, ich rudere etwas zurück und zwar gehen wir zum nächsten Tipp und zwar zum galaktisch universell ultra harten Fehler Nummer 6. Farm. Jeder liebt Farm. Naja, eigentlich liebt das nicht jeder, aber einige. Jeder mag auf jeden Fall viele Minions, gegnerische. Und das Problem hierbei ist nämlich folgendes und da könnte ich auch wieder jedes Mal komplett explodieren. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid Midlaner, also meistens ich. Das ist schon mal eine Sache. Dann kommt euer AD Carry und Supporter in den Midlane, weil die denken, okay, wir machen jetzt einen Turm, kann man darüber diskutieren, ist okay, ist ein Spielzug, wie auch immer. Ne, alles fein. Was jetzt passiert, ist folgendes. Der AD Carry in der Mitte ist meistens viel, viel nützlicher als zum Beispiel so ein Talon, ja, oder auch als ein Mage, weil AD Carry oft mehr Reichweite hat und auch mehr Damage mit seinen Auto-Attacks macht. Das heißt, er kriegt schneller Türme kaputt. Macht also Sinn, dass der AD Carry in der Mitte ist. Außerdem wird er auf der Botlane nicht so gut gecatcht. Ist also alles komplett fein. Das heißt, irgendwann sage ich mir dann aber, okay, der AD Carry, der farmt die Waves auch teilweise besser als ich. Ich gehe jetzt Botlane. In der Botlane kommt gerade eine große Wave, so vielleicht so anderthalb Waves, zwei Waves. Ich gehe jetzt Botlane. Und ja, ich bin schon halb auf dem Weg, so schon ein paar Meter gelaufen, so, ne, gerade im Fluss. Was denkt sich mein AD Carry? Er denkt sich, Botlane, lecker, zwei Waves, ich gehe jetzt Botlane. Und dann läuft er mir hinterher. Na, und dann ist das so ein Wettrennen von wegen, kennt ihr alle, ne? Kennt ihr. So von wegen, wer kriegt die meisten CS auf der Botlane? Und was passiert? Richtig, jeder von uns kriegt die Hälfte der Minions auf der Botlane. Und in der Mitte laufen die gegnerischen Minions in den Turm und sterben. Sie laufen in den Turm und sterben. Niemand farmt sie. Niemand. Keiner. Warum? Weil der AD Carry unten steht. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich gehe Botlane, er läuft mir hinterher. Ne, kann man jetzt auch für alle anderen Rollen beziehen, ne? Das muss jetzt nicht AD Carry Midlane sein, aber ne, ich komme hier wieder vor wie so ein Stand-Up-Comedian. Das ist einfach GG. Ne, kennt man auch anders. Kennt man. Und zwar folgende Weise, Jungle. Ne? Der Jungler hat 300 Minions in seinem Jungle ready. Monster nennt man sie. Monster. Alle da. Ne? Was denkt er sich so? Nee, da unten ist eine super geile, fette 3-Waves-Wave, wo gerade aber mein AD Carry hinläuft. Gleichzeitig Wettrennen. Ne? AD Carry, ich.
Oder, ne, AD Carry Jungler, ne, ich bin da gar nicht involviert. AD Carry Jungler, fette Waves auf der Botlane, rennen dahin und wollen diese drei Waves haben. Was passiert gleichzeitig? Klar, niemand farmt den Jungle, alles da. Alles da? Ne, lieber sich um 300 Minions, also sagen wir 20 Minions, sagen wir 10 Minions kloppen, anstatt dass einer die 10 Minions kloppt und der andere den Jungle kloppt. Ne, geht gar nicht. Ist richtiger Tilt, ne. Ich meine, jede Sekunde, die du nicht deine Jungle-Monster clearst, verlierst du so gesehen Gold, ne, weil sie nicht respawnen, etc. Ja, damit sind wir durch, ne. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ihr Bock auf mehr geile, ultra-galaktisch, mega-nice, heftige, ultra-Noob-Fehler habt, droppt das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns morgen um 15 Uhr, Punkt 15 Uhr. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.